Hallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Angespielt von mir, Adrionic13. Heute spielen wir Cosmic Express. Und ja, der Titel sagt ziemlich alles aus, denn es ist einfach mal eine... Wir sollen quasi eine Zugverbindung im kosmischen All erschaffen. Wie das aussieht, das seht ihr hier. Ja, ich habe hier schon ein paar Level gespielt, habe das auch schon aufgenommen. Nur ist mir die Aufnahme... Also ich habe anscheinend vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Also ich dachte wirklich, ich hätte es aufgenommen. Habe ich aber anscheinend nicht. Deswegen möchte ich jetzt meinen Spielstand zurücksetzen und wir starten von vorne. Ja, wir haben hier einen Zug mit einem Waggon, in dem wir genau einen Alien reinsetzen können. Und wir müssen den Alien an den Alien vorbeifahren, um ihn abzuholen. Und die Schiene bauen wir hier mit der Maustaste. Und ja, da müssen wir den hier in dieser Kiste absetzen, damit er sich dort ein Häuschen bauen kann. So wäre das Rätsel eigentlich schon gelöst. Finde ich aber sau langweilig. Deswegen machen wir hier mal sowas hier. So, ist schon viel geiler. Und mit Tab können wir auch vorspulen. Das sieht dann so aus, dass es halt einfach schneller geht. Ja, ist der Alien abgesetzt und hat er sein Haus gebaut. Und wir landen, können weiterfahren. Dann ist das Level beendet. Natürlich wird es auch auf Dauer irgendwann schwieriger. Und bis jetzt können wir halt immer nur noch einen absetzen. Heißt, wir müssen gut überlegen, wie wir fahren. Aber das ist ja jetzt gerade nicht so schwer. Ihr seht schon. Die ersten Level sind noch einfach. Und wie ihr schon, wie ich euch schon angespoilert habe, gibt es mehrere Welten. Und ich habe keine Ahnung, wie viele es eigentlich gibt. Also ich hab eine Welt freigeschaltet, dann die zweite und dachte mir so, okay, krass. Dachte, das wäre ein kurzes Game. Ist aber tatsächlich länger, als man glaubt. Und kann theoretisch eigentlich auch richtig groß sein, weil ich meine, das All ist ja auch unendlich groß. So, hier haben wir eine neue Alien-Art, die, ja, die öffnet, glaube ich, ein... Was macht die? Ein Ballon? Genau, ein Ballon macht die, oder auch so eine Art Hotel. Ich glaube, die bauen alle Hotels, nur dass die anders aussehen. Könnte man eigentlich auch Cosmic Alien, Cosmic Hotel Express oder sowas nennen. Don't know. Ich möchte mal hier, genau. Das hier war das erste Level, an dem ich tatsächlich gehangen bin, weil das halt schwierig ist mit einem Waggon. Ich glaube, das ging aber so, dass man... Nee, jetzt bin ich schon wieder... Ah, Mann, wie habe ich das gemacht? So, glaube ich. Nee. So, so. What the fuck? Jetzt hänge ich schon wieder an diesem blöden Level. Das gibt's doch nicht. Ich habe mir natürlich nicht gemerkt, wie ich das geschafft habe. Ah, so. Genau. Da muss man ein bisschen um die Ecke denken manchmal, tatsächlich. Also das erfordert schon sehr viel dreidimensionales Wissen, weil es sieht halt echt nach einem Kinderspiel aus. Ich meine, die Grafik ist halt echt cool. Also eine schöne Grafik tatsächlich. So, und ich habe vorher hier gespielt und bin da und da weiter, glaube ich. Ich möchte aber mal wissen, was da unten ist. Deswegen spielen wir mal Level 10 an. Oh, okay. Okay. Das scheint nicht ganz einfach zu sein. Ich glaube, dass wir auch so fahren müssen. Wait. Okay, Moment. Wir holen den Alien ab, setzen ihn hier ab. Scheiße, dann holen wir den gar nicht ab. Dann holen wir den Alien ab und setzen ihn hier ab. Dann holen wir den Alien ab. Oh, wir müssen ihn erst absetzen. Hier. Lol. Das Game ist tatsächlich... Das ist tatsächlich sehr schwierig gerade. Ich glaube, wir müssen hier jedes Feld nutzen. Und zwar müssen wir hier anfangen. Wir müssen den mitnehmen. Wir haben ja auch nur einen Waggon. Dann müssen wir den hier absetzen. Dann nehmen wir den mit. Den setzen wir hier ab. Dann nehmen wir den mit. Den setzen wir hier ab. Den nehmen wir schon gar nicht mehr mit. Das ist jetzt das große Problem an der Sache. Aber wir müssen ihn mitnehmen.
Ah ja, warte, wir nehmen den mit, setzen ihn hier ab. Wir nehmen den mit und setzen. Ah, scheiße. Warte mal, wir nehmen den ja schon vorher mit, ne? Wir nehmen den mit. Setzen ihn hier ab. Nehmen den jetzt mit und setzen den hier ab. Mitnehmen, absetzen. Okay, ja, das Level ist tatsächlich schwieriger, als ich dachte. Ach so, wir vergessen nur einen, echt? Ich dachte, wir vergessen zwei. Okay, warte mal. Ach stimmt, am schrägen Vorbeifahren nehmen die. Ah, wir setzen den ja hier schon ab. Dann nehmen wir hier ihn mit. Und vielleicht. Ne, wir können hier keinen Platz sparen. Weil hier ist schon Ende im Gelände. Vielleicht machen wir es so. Zack. Zack. Das ist doch auch Bullshit. Nehmen wir den ja zwar mit, aber. Moment, klappt das? Ich glaube nicht, oder? Wir nehmen den mit, setzen ihn hier ab. Mitnehmen, absetzen, mitnehmen, absetzen, mitnehmen, absetzen. Wir schaffen vier. Aber den fünften schaffen wir nicht. Das ist tricky. Vielleicht sollten wir den fünften einfach stehen lassen. Und zwar so. Scheiße. Nein. So. So. Wir brauchen eigentlich jedes Feld, das wir kriegen können. So, dann so. Dann so, dann so. Wir können leider auch nicht durchfahren. Das ist ziemlich behindert. Wir lassen ja einen übrigen, ne? Wer ist denn das? Wer bleibt denn hier übrig? Der übrig bleibt, müssen wir im Anschluss mitnehmen. Der bleibt übrig. Weil wenn wir jetzt hier so bauen, dass er den bekommt, dann bleibt aber der eine immer noch übrig. Das ist doch richtig Kotze. Wie kriegen wir dich? Wie kriegen wir dich, mein Freund? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde da als auch einen Schnitt setzen, weil ich noch die anderen Welten zeigen wollte. Ja, das mache ich jetzt auch. Ich setze jetzt einen Schnitt. Bis gleich. Wenn wir den zuerst mitnehmen. Gut. Okay, das hat jetzt irgendwie nicht so ganz geklappt. Aber das ist nicht schlimm. Wir fahren einfach hier vorbei, holen den ab. Und fahren ja nochmal an alle Hotels vorbei. Ja, so sollte das klappen. Das muss jetzt so klappen. So, zack, 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 zack. Yes! Jawohl's! Jawolski! Geil! Als ob man beide Welten braucht! Ach Mann! Ach Gott, no, please! Please, no, please, no, please, no. Okay, das ist jetzt hart. Gut, das reicht glaube ich gar nicht, oder? Verdammt. Ist doch Verarsche, Mann. Okay. Mist! Das ist irgendwie zu kleines Feld. Aber das ist symmetrisch, das heißt, theoretisch, wenn ich sage, hier, zack,
So. Setzt du den hier ab? Nimmst du den hier mit? Setzt du den hier ab? Ach, Mann. Lol. Das ist irgendwie, da fehlt was. Vielleicht soll der auch gar nicht dahin, sondern hierhin. Warte mal. Zack, das Hotel weg. What the hell? Ah ja, warte hier. Das Hotel. Nimmst du den? Setzt. Ach, der geht dann hier rein, ne? Scheiße. Zack, das Hotel. Nimmst du. Ah, warte mal. Fährst hier, nimmst den, setzt den rein. Nimmst den, setzt den hier rein. Nimmst den, setzt den hier rein, nimmst den, setzt den nirgends rein, weil du ein Bongo bist. Scheiße, Mann, was ist das denn? Ah, warte kurz. Ich glaube, ich hab's gleich. Übrig bleibt denn nur das Haus. Vielleicht. Oh. Verdammte Schande, Mann. So, ich schneide jetzt hier wieder, weil das kotzt mich jetzt an, ey. Was ist das denn? Okay, Freunde, ich hatte keinen Bock mehr auf dieses Level, deswegen mache ich jetzt einfach dieses Level hier, um mal ein bisschen weiterzukommen. So, das geht folgendermaßen. Ich glaube, wir müssen das den Orangen absetzen. Dann hier, ja, gut, das ist voll easy. Denn jetzt nehmen wir hier den lilanen, setzen den. Nee, anders. Was? Nehmen wir den orangenen, setzen den. What the f. Moment. So easy ist es dann doch nicht. Ich glaube, wir müssen hier einfach nur Blöcke sparen. Und zwar. Nein. Okay. Wie habe ich das vorhin gemacht? Bin zuerst. Ah. Ja, okay. Ja, gut. Das ist doch sehr easy. Und zwar. Ja. Ja. So, glaube ich. Müsste es gewesen sein. Jawoll. Nice. Nicer Scheiß. So. Jetzt machen wir hier noch Level 6. Moment, habe ich das vorher gemacht? Echt? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich glaube so. Oh, das war, glaube ich, schwer vorhin. So. So. Verdammte Schande. Ich nehme hier einen mit, setze den einen hier ab, nehme den anderen mit und ich muss hier vorbei. Das geht nicht anders. Vielleicht muss ich so machen. Nein. So. Ich nehme den mit. Setz den ab, nimm den anderen mit, setz den ab. Nimm den mit. Setzt. Ah, warte mal, warte mal. Na, Mist. Ah, so. Ja, gut, okay, alles klar. Yep.
Okay, nice. Man muss hier echt um die Ecke denken. Holy shit, das ist echt nicht einfach. So, hier kommen wir ins Ursa Minor Level. Und wenn wir das beenden, müssten wir in die andere Welt kommen. Das hier war tatsächlich auch nicht einfach. Da muss man auch ein bisschen um die Ecke denken. Und ich. Moment, habe ich das überhaupt geschafft? Ich glaube, das Level habe ich gar nicht geschafft vorher. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Lol, wie kann ich das? Sag bitte, dass ich das geschafft habe. Das ist ja voll einfach. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich das voll geschafft habe. Ich glaube schon, wenn es ist. Doch, habe ich geschafft, weil es führt uns hier in die Delfinuswelt und ihr seht schon, das ist. Holy shit, das ist richtig viel. Ja. Ja, hier denkt man jetzt vielleicht, ja, easy GG, ich mache hier einfach den hier, ja. Aber nicht mit diesem Spiel. Denn das wird hier vergiftet und dann können nur noch Vergiftete dadurch. Und der hier bleibt auf der Strecke stehen. Deswegen ist es ein Vorteil, zuerst ihn abzusetzen und dann den abzuholen. Ja, und das ist, naja, nicht schwer, aber immerhin, das ist so, das ist das Tutorial von der Welt Delfinus, wo man den Einblick von diesen giftigen Schleim kriegt. Ja. Da merkt man dann schon mal, was hier eigentlich Sache ist. So, und ich glaube, dass es dieses Level hier echt schwer war. Yep. Ich habe dieses Level tatsächlich nicht kapiert. Aber ich werde es jetzt mal versuchen. Und zwar werde ich Folgendes machen. Wir gehen hier außen rum. Lila. Orange. Moment. Es reicht, wenn wir den hier machen. Genau, wir müssen nur hier. So. Also der Lilane wird hier abgesetzt, dann nehmen wir den Orangenen mit. Den wir dann hier absetzen und gut. Hier absetzen und dann nehmen wir den. Ach, wir dürfen hier gar nicht hin, oder was? Wir müssten. Das hier wäre unser Schlussstrich, ja? Ich glaube, das ist auch gut, sich hier ein paar Hilfslinien zu basteln. Genau, einfach mal hier die Teile, die man auf jeden Fall benutzen muss, schon mal vorbaut. Weil dann hat man schon mal ein Grundprinzip. So, jetzt könnte ich nämlich sagen, ich baue mich hier zu dem Orangenen. Ach so, ja. Lol. Moment, das kann ich doch machen, oder nicht? Indem ich einfach hier hingehe und den Orangenen mitnehme. Ja, okay, alles klar. Nehme den Orangenen mit. Gehe den hier ab. Geh zum Lilanen. Zack, zack, zack. Ja, okay, alles klar. Ja, sage ich doch. Also man muss hier, wie gesagt, mit den Hilfslinien geht es ganz einfach. Ihr seht schon. Zack, zack, zack. Alles abgebaut. Jetzt kommt der Giftschleim und legt den ab. Ja, nice. Ja. Ah, ihr seht schon bei der Welt Delfinus, da gehen keine Linien mehr ab von den einzelnen Leveln. Das heißt, das hier ist auf jeden Fall eine endgültige Welt. Hier aber gehen nochmal drei Linien ab, vielleicht sogar vier. Ja, Level 11 kriege ich nicht hin. Jetzt machen wir mal das erste Level von Ursa Minor. Das sieht auch tricky aus, denn hier sind Hindernisse am Start. Ja, und wenn ich jetzt den hier mache, Pustekuchen. Hier kann man keine Hilfslinie machen, weil man nicht weiß, wobei kann man schon, weil es gibt zwei Möglichkeiten, glaube ich. Weil die sind ja spiegelverkehrt, wenn ich das richtig sehe. Was man machen könnte, wäre, man nimmt den und setzt den ab, dann kommt man ins Ziel. Ja, okay, das war jetzt auch nicht so schwer. Ah nee, man hat hier zwei Züge, stimmt, das habe ich total vercheckt. Das ist die Welt, wo man zwei Züge hat. Dumm. Ja, das fällt einem gar nicht auf, wenn man nicht hinguckt, ja. Ich habe es jetzt aber so gelöst, dass man es in einem Zug geschafft hätte, glaube ich. Lol.
Ja, man hat hier nämlich zwei Züge. Das heißt, man kann sich hier getrost die beiden grabben. Dann fährt man hier hin. Ja, und dann ist man am Sack. Lol. Oh, Moment. Ich würde es mal sagen, dass man safe so herkommt. Lol, warte, ist das schon die Lösung? Ja, also das ist wie beim Labyrinth. Man fängt immer vom Ziel aus an, weil dann ist es einfacher. Ich glaube, wenn ihr mal im echten Leben in einem Labyrinth... Oh, das war ziemlich scheiße von mir. Das war nämlich falsch. Lol. Ich glaube, wenn ihr mal im echten Leben in einem Labyrinth eingesperrt seid, dann solltet ihr genau das tun. Ja, dann machen wir halt so, meine Fresse. Dann fährt er halt da nochmal vorbei. So, zack, zack, zack. Jawoll. Habe ich dieses gesagt? Wenn ihr in einem Labyrinth eingesperrt sein solltet und ihr wisst ungefähr, wo das Ziel ist, dann versucht vom Ziel aus zu denken. Wobei natürlich der wahre Tipp ist, immer nach rechts gehen und wenn ihr Sackgasse ist, zurückgehen und dann halt den nächsten rechts ausprobieren. Ja, ihr kennt es ja, ne? Ihr geilen Trickster. So. Oh, okay, wir haben hier wieder zwei Waggons. Die Frage ist, nehmt ihr die hier beide mit? Ich glaube nämlich nicht. Wobei muss er ja. Oh. Moment, das funktioniert aber jetzt bestimmt nicht so einfach, wie ich mir das jetzt denke, oder? Das funktioniert niemals so. Alles klar. Nein, das wird nicht funktionieren. Gut. Würde sagen. So sollte es aber funktionieren. Nee, auch nicht. Ist ja auch dasselbe. In Gelb. Verdammt. Vielleicht so, weil er das dann später absetzt. So, weil er die spät, weil er den früher holt. Genau. Man muss hier mit Kurven bauen, weil dann holt er die früher ab. Genau wie hier. Nee, anders. Der holt hier niemanden früher ab. Hä, muss er aber, weil er hier. Ah, nee. Ah, nee, warte. What? So. So. Ah, so. Warte. Dann hier. Nimmt den, setzt den ab. Nimmt den, setzt den ab. Nimmt den. Moment, das müsste jetzt klappen, oder? Zack, 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 zack. Jawohl, sehr schön. Oh ja, da muss man wieder ein bisschen umbauen. Ja, alles klar. I get it. Ja, I get it. Oh. Oh, das ist okay. So. Nee, so. Oh nee, warte mal, das ist ja voll tricky. Zack. Ah, der kann ja auch zwei verschiedene mitnehmen, ne? Zack, zack. Ah, Scheiße. Ah, so. Dann. Zack, zack. Nee, hier muss er beide mitnehmen irgendwie. Wir können so machen. Dann nimmt er den mit. So. Nee, warte mal. Ich glaube, der kann hier nicht zwei. Ach, der hat hier. Warte, warte, warte. Nimmt ja erstmal. Oh, Mann. Nimmt er erstmal den, den. Also der nimmt auf jeden Fall beide mit. Das geht nicht anders. Der nimmt die beiden nämlich mit. Die muss er jetzt absetzen. So. Fuck, nein. Der darf die beide nicht mitnehmen, glaube ich. Ist der Trick hier. Der darf die nicht mit. Der wird hier aber nur einen. Der wird hier zwei mitnehmen. Der muss hier zwei mitnehmen. Der nimmt die beide mit und dann ist die Lösung, dass man die absetzen muss. Dann holt man sich die zwei. Zack, holt sich die zwei, fährt die zwei. Alter, das ist ja richtig schlimm. Der nimmt die aber beide mit. Ah. Okay. Nee, warte, ich schaff das nicht. Wir probieren das andere Level. Genau.
Lol. So. Wait. Warte mal, ich mach mal vom Start aus. Und zwar nehme ich jetzt zuerst die zwei Schlümpfe hier. Ne, dann nimmt ihr hier zwei unterschiedliche. Ja. Die zwei setze ich hier ab. Nehme mir dann die zwei. Setz. Ach so, ja, das ist nochmal so ein einfaches Level. Alles klar. Gut. Wo führt uns das hin? Das führt uns hier hin. Wenn wir das machen, kriegen wir ein neues Level. Ach du Scheiße. Ich glaube, hier wird nochmal die Problematik auf. Ah, okay, ich sehe schon. I get it. So, wir nehmen jetzt hier mal. Wir nehmen jetzt hier mal zwei unterschiedliche. Ja. Nee. Ich glaube, hier ist das Schlussding, weil anders geht's gar nicht. Das heißt, du wirst beide Orangen am Schluss eingesetzt haben. Oder so. Aha. Ich glaube, wir nehmen uns hier einen blauen und einen orangen mit. Hier gibt's zwei Ausgänge. Oh, lol. Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Okay. Warte mal, funktioniert das überhaupt? Nope. So, absolut gar nicht. Okay. Zwei Ausgänge, ja, interessant. Das heißt, wenn ich jetzt den hier mache, dann. Nee, das schaffe ich aber nicht. Weil der überspringt die ja komplett. Aber hier nimmt er die ja schon mit. Das hat. Ja, gut. Ah, ich glaube. Moment, zählt es jetzt? Nee, zählt nicht. Krass, wir müssen alles schaffen. Das ist aber nicht machbar irgendwie. Das ist nicht machbar, ja, so schaut's aus. Das ist nicht machbar. 2000 Jahre später. Das geht nicht, Mann. Das geht nicht. Ich schwöre euch, das geht nicht, ohne dass man die nicht mitnimmt. Außer man macht hier irgendwie so voll den krassen, komischen Swaggy-Shit hier. Swaggy-Shit, ja, ihr kennst es. So, hier geht. Hier geht. Zack, zack, zack. Fahren wir den Swaggy-Shit hier ab. Schnappen uns den Scheiß. Ja, aber der. Hä? Irgendwie glaube ich, dass man hier auf zwei verschiedenfarbige nehmen muss. Zack, zack. Dann liefern wir den Orden hier ab. Das klappt aber nicht ganz. Zack. Zack, zack. Nope, das funktioniert so nicht. Zack, 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 zack. Man kommt hier nicht durch, Alter. Was ist denn das? Ach, Freunde, wisst ihr was? Ich habe keine Lust mehr. Das ist aber ein interessantes Puzzle-Game. Und ich weiß nicht, ob wir die 30 Minuten jetzt voll haben. Ich würde mal schätzen, ja. Aber auf jeden Fall, ich werde euch den Link in die Videobeschreibung setzen. Und wenn ihr Bock habt, dieses Spiel auch zu spielen, dann ja, downloadet es einfach. Und ja, es ist kostenfrei. Also viel Spaß damit. Ja, Vorteile, Nachteile, Pro und Kontras dieses Spiels. Pro ist schon mal die Grafik. Die finde ich echt cool. Die Idee ist auch ziemlich nice. Es ist ein schönes Puzzle-Game. Und man muss halt ein bisschen um die Ecke denken. Also man muss echt seinen Mind anstrengen. Es ist auch viel Abwechslung geboten. Das Spiel ist groß. Die Hintergrundmusik ist schön klanglich. Einfach passt zur Atmosphäre perfekt, würde ich sagen. Auch die Qualität dieses Spiels ist echt gut. Also die. Ne, es braucht ja auch nicht viel. Die einzigen Nachteile sind, vielleicht kann man so ein Tipp-Dingens einbauen,
Oder weiß nicht, aber tatsächlich muss ich sagen, dass ich eigentlich keine Nachteile für dieses Spiel habe. Also ich würde diesem Spiel in seinem Genre Puzzle Game 13 von 13 geben. Ich kenne mich ja leider nicht so aus mit Puzzle Games, aber ich würde dem Spiel eine volle 13 geben. Also es ist ein echt schönes, unterhaltsames Spiel und kann man auch so ein bisschen seinen Kopf anstrengen und ein bisschen trainieren. Und ich hoffe, euch gefällt dieses Spiel auch. Ihr downloadet es euch, ihr müsst ihr nicht, ist eure Entscheidung. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde mich ein Daumen nach oben auf jeden Fall freuen. Und Kommentare wie immer wären auch nice. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Angespielt wieder und ihr hattet viel Spaß bei diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, liebe Freunde. Ciao.